Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 84 von Star Vector. Ja, sind wir drin in unserem Spiel. Wo wollten wir hin? Das ist die Frage. Ich glaube, zu diesem Sprungtor und dann zurück zu einer unserer Heimatstationen. Und das war ja eine Factory. Also ein Werk, wo wir, ich glaube, Low Components produzierten, ne? Werden wir gleich sehen. Ist ja gleich schon hier um die Ecke, ne? Gut. Auf. Dahin. Lomonosov hieß das da. Oder so ähnlich. Fliegen wir da mal schnell hin. Da ist das System auch schon. Fliegen wir da ein Sprungtor. Und dann sind wir schon da. Und wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ja, macht Sinn, jetzt da gerade rüber zu fliegen. Und ich glaube, wir haben Mineralien mit, die brauchen wir da ja auch. Dann passt das alles, ne? Da ist unsere Station. Gut. Und das oberste ist es dann. Oh, da ist, ja. Okay. Brauchen wir uns also keine Gedanken machen. Da ist noch genug vorhanden. Und und Komponenten haben wir auch noch. Die 1000 nehmen wir wieder mit. Die lassen wir hier. Ne, die lassen wir nicht hier, oder? Ne, die nehmen wir mit. Industrial Equipment nehmen wir teilweise mit. So, die Hälfte würde ich mal sagen. Das wird hier auch produziert. Obwohl, ach, dann nehmen wir doch alles mit, wenn das hier produziert wird. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir überladen sind. Auf jeden Fall, wenn wir die mitnehmen. Wie viel Laderaum haben wir denn? Gute Frage, ne? Hier haben wir noch einen Punkt, sehe ich gerade. Den haben wir wohl letztes Mal vergessen zu nehmen. Da kommen wir nur einen hoch, weil wir nicht mehr haben. All Armor Damage stecken. Minus Prozente. Sind wir hier unten? Bei Stufe 7 gibt es Advanced Optics. Jetzt haben wir schon 7. Hier ist noch 7 möglich. Halmuts gibt es da einige. Heavy Armor bis bei Stufe 7. Dann nehmen wir die doch, oder? Ja. So, hier kann ich sehen, wie viel ich laden kann. Cargo Capacity 3000. 304. Okay, das heißt, wir können das alles, was wir haben, jetzt gerade tragen. Hier haben wir nichts gelassen. Ja, nehmen wir das mit, oder? Oder lassen wir ein paar hier von hier. Ich glaube, wir lassen ein paar davon da. 200 Stück. Confirm. Was haben wir hier noch? Ein Scrambler-Device. Keine Ahnung, was das wieder ist. Dann denke ich mal hier raus. Und leave. Und dann fliegen wir weiter. Aber wohin? Vielleicht einmal hier zu dieser Station rüber. Mal gucken, was die hier möchten. Oder auch nicht. Buy or sell trading resources. Die kaufen Low-Tech-Components. Und die haben wir ja dabei. Kompsack. Und was nehmen sie noch? Industrial Equipment da. Ja, wir
wir sind Helden, die haben wir jetzt gekauft, ne? Oder? Ah, super. Das war jetzt nicht so eine tolle Idee, glaube ich. Jetzt sind wir wahrscheinlich überladen. Hätte ich doch noch nicht Glück gehabt. Schiffe haben sie hier nur wie gehabt, ne? Ist auch nichts Überraschendes dabei. Refit. Brauchen wir eigentlich nicht. Cargo Crew. Ja, die hätten wir uns auch sparen können, ne? Okay. Egal. Special Offers. Nee. Fleef. Haben wir hier noch irgendwo was? Ich glaube nicht, ne? Da oben ist noch ein Sprungtor. Was ist das denn hier? Supply Depot, okay. Dann fliegen wir zum Jump Point weiter. Das ist unsere Station. Fliegen wir gerade nochmal an. Haben die schon wieder so viel produziert? Nein, ne, oder? Jetzt haben wir die Industrial Equipment verkauft. Ob das richtig war, ist dann wieder die nächste Frage, ne? Naja, ist auch egal. Auf zum Sprungtor, weiter geht's. Jetzt fliegen wir als nächstes dann nach Nexus, glaube ich, oder? Wo war das? Jetzt machen wir einfach mal eine Rundreise, die wir am Anfang auch immer gemacht haben. Gucken wir da vorbei. Neun ist hier Burn Level, genau. Da einmal rein. Gucken wir da vorbei bei den Jungs. Supply Depot. Training Station, da ist er. Fliegen wir da hin. Und da war ein kleiner Pirat, aber der ist egal. So. Bei Rare Minerals kriegen wir hier super, ha? Tja, die können wir alle kaufen. Brauchen wir aber nicht. Disconnect. Ist hier irgendwas Schickes? Sieht auch so aus wie das andere auch alle. Ist nichts Besonderes. Vielleicht ein paar Supplies noch gekauft. Confirm. Sieht alles gut aus. Und dann geht's wieder runter von dieser Station und Jump Point ist dort. Fliegen wir auch hin. Da ist Nexus 4. Ist ja nichts anderes, ne? Ne. Dann fliegen wir in den Jump Point rein und dann schauen wir weiter. Dann müssen wir runter. Haben wir ja alles. Hyperspace. Und dann geht es nach Achilles. Die alte Route. Einmal vorbeigucken. Obwohl es Blödsinn ist, da unten hinzufliegen, oder wie war das? Hier würden wir jetzt Low-Tech-Components kaufen, oder?
Und dann fliegen wir da erstmal hin und dann gucken wir weiter. Mal sehen, was es hier gibt. Die wollen eigentlich die Mineralien haben, ne? Nee. Doch, die würden wir jetzt kaufen. Genau, die wollen wir aber nicht. Special Offers. Uninteressant. So, dann einmal hier weiter. Financial Center. Special Offers. Nö. Put money on your account. Das können wir da reintun, was bringt uns das? Nix. Ja, dann kriege ich, ja, bringt auch nichts. Fliegen wir da noch rüber, was war das? Win Civilization. Cell Weapon Components. Ich glaube, die können wir verkaufen dann. Ja, da gab es Erfahrungspunkte für. Special Offers. Haben wir nicht. Fuel haben wir ein bisschen wenig, da können wir nachkaufen. Gut, das war's dann hier. Wieder zum Jump Point zurück. Ich glaube, ist egal welcher. Nehmen wir jetzt mal den. So, und bei der nächsten Station können wir dann was verkaufen, ne? Ne, das ist noch nicht passend. Jetzt ist es passend. Nach Zentronom. Auf geht's. Dahin. Unser Factory hat wieder was produziert. Auch schön. Das ist alles nix. Trading Station ist da. Dann fliegen wir da mal hin. Und dann verkaufen wir unsere Low-Tech-Komponenten, oder? Da haben wir ja 2000 von. Sell Low-Tech-Komponenten da unten. 2000 weg. Und passt. Level-Up gab es dabei. Und High-Tech-Komponenten können wir auch gleich schon kaufen. Gut. Disconnect. Ja, da kommt mal gleich was. Nee, so viel nicht. So viel. Passt auch. Confirm. Charakter hier, einen Aufstieg haben wir. Expert Systems, ich glaube, das machen wir hier trotz alledem schon mal da einen hin. Und den nehmen wir aber bestimmt dazu. Und den einfach auch. Hier ist ja nichts Besonderes, oder? Nein, alles Frachtschiffe. Refit brauchen wir nicht. Cargo haben wir gemacht. Das heißt, hier sind wir schon durch. Die Dinge sind mal schon aufgenommen. Dann können wir das hier auch verlassen. Suchen uns ein Sprungtor, was in der Nähe ist. Das ist der, aber da haben wir den Asteroiden ausgewählt. Dann fliegen wir dahin. Aber ich würde sagen, für diese Runde soll es dann auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.